bisschen aufgeregt. Wunderschönen hallo, liebe Freunde, und herzlich willkommen nach einer einjährigen Pause zu einer neuen Folge von... Ist eine etwas längere Pause geworden, aber deswegen umso schöner, euch hier alle begrüßen zu dürfen zu einer neuen Folge. Und ihr habt natürlich wieder unendlich viele Fragen eingeschickt, wofür ich sehr dankbar bin. Verballern wir doch gar nicht allzu viel Zeit und fangen direkt an mit der Frage Nummer Uno. Alkena TV möchte wissen, mach mal bitte das Fenster zu, ist kalt. Sorry. The Jackie 1604 schreibt, ab wann möchte Sabibo ein Kind? Im Idealfall. Schatz! Ja? Ach, hier bist du. Jackie möchte gerne wissen, wann du das... dein Kind haben möchtest. Meins oder unser Kind? Unser Kind. Vor einem Jahr. Vor einem Jahr. Okay, Jungs, ich muss mich beeilen. You gotta do what you gotta do. Kleine Missy, ich gehe jetzt. Danke für dein Video-Input. Tschüss. Dankeschön, tschüss. Leo.Ritter möchte gerne wissen, wann gibt's mal wieder eine Challenge mit Steven Jerry? Gute Idee eigentlich, ich rufe ihn mal direkt an. Wo ist die Nummer? Steven Jerry. Hallo? Schönen guten Tag, it's Shingili Winglong. Schön, deine Stimme zu hören. Die Leute wollen, dass wir wieder eine Challenge drehen und ich sag dir eins, es geht wieder los. Are you ready? Wir machen Ching Chang Cheng, alles klar. 3, 2, 1, Ching Chang Cheng. Und, was hast du? Ich hab Schere. Was hast du? Ich hab Schere. Ja, Stein. Ich hab Stein gewonnen. Ja, das... ja, dann hab ich gewonnen. Ja, ist ja... Nein, warte mal, das mussten wir erstmal beweisen. Schick mal ein Bild. Ich hab ihn geschickt. Ja, okay, alles klar. Ich bestrafe mich kurz. Hier, die gute alte Kempinski-Latsche. Alter, Falter. Okay, vielen lieben Dank für die Challenge. Wir sehen uns auf der LAN-Party. Es gibt eine Revanche. Okay. Wir sehen uns. Ich bring die Latsche mit. Jo, bis dann. Tschüss. Danke dir. Ciao. Die nächste Frage geht an Fabian-Schk. Wann beginnt der Bau der Villa Chibo und wann zieht ihr voraussichtlich dort ein? Das Fundament des Kellers steht auch bereits schon, aber wenn ihr mehr zu dem Bauprozess und überhaupt grundsätzlich den Entwicklungsprozess von Villa Chibo erfahren wollt, dann geht ihr am besten mal auf den Kanal Chibo, unten in der Beschreibung verlinkt. Denn dort gibt es jeden Sonntag um 10 Uhr ein neues Villa Chibo Update für euch mit den saftigsten neuen Infos. Da werden Fragen beantwortet, neue Bilder und Videomaterialien. Richtig cool. Checkt das unbedingt mal aus. Und was sehr interessant wird, ist ab nächsten Monat im April werden wir für 2 Wochen vor Ort sein, mit unserer eigenen Kamera natürlich, alles filmen, vor Ort dokumentieren und euch live von der Farbe mitnehmen. Wird saftig. Die nächste Frage ist von Dimi Lochiversum. Das Universum kennt hier jeder. Ich würde gerne wissen, Yo Cheng, wo siehst du dich in 10 Jahren? Das ist einfach. D.E. Gerhard schreibt, wie kommst du klar mit der derzeitigen, mit der aktuellen Lebenssituation? Oh, fuck. Cenk, kannst du mir kurz mit dem Foto helfen? Okay. Ups. Cenk, kannst du mir mal Toilettenpapier geben? Danke. Bringst du aber gleich wieder, oder? Hallo? Hallo? Dann drehen wir die Sache jetzt ab. 3, 2, 1. Hi, wunderschön, Freunde der Sonne. Mama, kannst du ein bisschen leiser sein? Wir drehen ein Video. Hi, wunderschönen Freunde der Sonne und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Blendend? Flyings! Flying... Maus, Flying Mizzy, wer weiß. 33 schreibt, Yo Cheng, du bist voll der korrekte Vogel. Thank you. Oh, das ist scheiße, ey. Die macht eigentlich einen Strauß. Der muss ja durch so einen langen Hals das Ding erstmal pressen. Lassen wir das. Luxiges schreibt, noch Kontakt mit Nunzio. Vor 100 Jahren haben wir das letzte Mal was miteinander gedreht. Für die Leute, die ihn nicht kennen, das war der Pizzabäcker. Weißt du, was ich für euch gemacht habe? Eine Pizza Margherita mit Käsehobe drauf! Mi. Nunzio, altes Haus, was geht? Kennst du mich noch? Cheng. Ching Wang? Cheng. Cheng Löw. Chang? Junge, wir haben damals in der Sandkiste zusammen gespielt. Erinnerst du dich nicht mehr? Ach so, der von Asiabock, Digga. Er macht natürlich nur Spaß. Wir treffen uns jetzt auch die Tage zu seinem Geburtstag und dann grillen wir gemeinsam und so. Ist schon eine extrem lange
Zeit her. Wenn du eh schon mal am Telefon bist, ne? Könntest du noch mal 5 extra Portionen Reis für meinen Geburtstag machen? Oh, okay, tschüss. Danke, Lingling. Danke. Tim Österwind. Schreibt, wo siehst du dich in 20 Jahren? Nachdem das Haus steht, ist vorbei. Dann machen wir nichts anderes mehr. So, kommen wir zur letzten, allerletzten Frage. Und zwar möchte hier gewusst werden wollen, wie gut verstehst du dich mit Papa Bär? Nein, mit Sabibos Papa. Getan, mal ein bisschen den Spagofantius wieder rauszulassen. Liebe Leute, hoffe, ihr habt Spaß dran gehabt. Ich werde ab sofort wieder öfter Yo Chang bringen. Dementsprechend, falls eure Frage nicht beantwortet wurde oder ihr jetzt gerade auf den grandiosen Bolzen gekommen seid, irgendeine coole Frage zu stellen, dann haut dies gerne alles in die Kommentare rein. Wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, dann abonniert gerne diesen Kanal. Donkey. Ich denke, das war heute ganz lustig. Schreibt gerne euer Feedback auch in die Kommentare und dann sehen wir uns in dem nächsten wöchigen Video wieder. Stay positive. Und Chizzy Kowski.